Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Wir haben eine stolze grüne Rüstung an und haben uns quasi perfekt verbessert, also besser geht das nicht. Wir sind jetzt auf Ebene 3 und wir werden den jetzt übelst mal die Fresse polieren, die ganzen Leuten. Wir haben eine Karte, wir gehen nach oben, ganz nach links und dann nach oben zum Boss. Ja, würde ich sagen. Also ich kann hier sogar meine Figur zeigen. Also wir gehen hier nach links, bis hier hinten hin. Leider keine lila Truhe dabei und dann gehen wir hier direkt hoch. Das ist der Plan. Oh nein, ey, ihr fängt ja schon gut an. Aber ich habe 300 Leben, ich habe 100 mehr Leben jetzt. Ernsthaft? Zieh dich. Ey, oh Gott, oh Gottes Willen. Mach doch keinen Schein. Oh Gott, ich habe ihn nicht getroffen. War das blöd? Also wir sind hier auf Ebene 3 und die verlieren echt nur billig Loot. So, geht kaputt. Das ist ja cool. Gut zu wissen. Gegenstand wird zu dem Gezeigten. Gegenstand wird nach Hause teleportiert. IT nach Hause telefonieren. Ja, eigentlich Sachen, die schnell kaputt gehen, ne? Wenn man die nach Hause bringt, ist immer gut. So, dann packen wir euch mal hier. Euch beiden hübschen rum. Dann holen wir die Truhen von links. Wer ist dir gedacht? Und du kannst sowieso nur Schleim machen. Was weiß ich, was das macht. Ist mir auch egal. Du bist tot. Jetzt gehen wir hier locker flockig durch die Gegend. Ups. Ich hasse euch alle. Ihr mit eurem ollen Gift, ne? Ihr habt doch keine Hobbys. Ich hab auch Gift. Das staunste. Ne, Kleiner? Nein. Ich meine, selbst die Viecher hier haben Gift. Das ist so schrecklich. Stirb halt. So, okay, hier werden Dinge nach Hause geschickt und alles Mögliche. So, dann können wir die theoretisch eigentlich schon nach Hause schicken, ne? So viel dazu. Florafleisch. Ah, das ist billige Zeug. So, sehr schön. Oh nein. Verzieh dich einfach. Meine Fresse. So, wieder IT nach Hause telefonieren. Junge, Junge, Junge. Okay. Blockieren wir den Effekt. Hier wird so viel Zeug nach Hause geschickt. Da. Dich können wir schon mal nach Hause schicken, ne? Eigentlich. So, dich schicken wir nach Hause. Dich verkaufen wir nicht. Dich brauchen wir noch. Wir schicken dich nach Hause. Packen dich da drauf. Schicken dich nach Hause. Packen dich da drauf. Ja, so viel dazu. So viel als Zeug zu nach Hause schicken, alter Schwede. Not bad. So, das war auch noch billig Stuff, ne? Ja. Kann alles weg. Wir haben auf jeden Fall noch ordentlich Platz. Wir können noch einiges mitnehmen. Und wir haben, glaube ich, noch eine Truhe zu öffnen vor dem Boss. Dann geht ja jetzt doch schneller als erwartet. Und dann legen wir einfach den Boss um. Das ist der Plan. Was dieses braune Zeug macht.
Mich würde es schon interessieren. Also, wenn ich mich raufstelle, passiert einfach nichts. Ich hab die Moves, Kleiner. Ihr könnt mir gar nichts mehr. Sehr schön. Wer sind die Leute? All unsere Wissen und Technologien, ach so, kennen wir schon, ne? Schleim. Ihr habt dich doch vergiftet. Ich hasse euch. Einfach, oh, Gottes Willen. Nochmal lasse ich mich nicht von dir töten. Laden wir uns kurz auf. Au. Hiervor standen wir schon mal und sind dann umgekehrt. Oh! Fuck. Oh, die Kiste ist gemein. Heiltränke. Super. Super. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Heiltränke. Naja. Kurz nach Hause teleportieren. Und dann wird ein Boss erlegt, Freunde. Dann machen wir einen Boss kalt. Oder wir sterben dabei. Was eher der Fall sein wird, weil ich nicht weiß, um was es da geht. Aber egal. So. Dann lesen wir mal alles hier rein, ne? So, euch nehmen wir wieder mit. Hör auf damit! So, Full Sticks! Full Sticks, Full Sticks, Full Sticks. Ihr kommt sowieso woanders hin. Ja, sehr schön. Keine Sorge, wir werden jetzt nichts verkaufen. Wir gehen direkt weiter. Es lohnt sich nicht, jetzt irgendwas zu verkaufen. So, ich würde sagen, wir kaufen uns noch 5 Heiltränke, weil ich weiß, dass wir, wenn wir Pause drücken, das Spiel anhalten. Also es kann eigentlich nicht verkehrt sein, genug Tränke dabei zu haben, ne? Kaufen uns einfach alles hier voll, hier, 10, ja. So, ich denke, wir werden jetzt den Boss erledigen. Ja, doch, ja, doch, könnt ihr sicher sein. Es sei denn, er one-shottet mich, aber dadurch, dass meine Rüstung natürlich so gut ist, bezweifle ich das stark. Ich bezweifle das wirklich stark, dass der uns one-hittet. Ein Blümchen. Ich wette, da müssen wir draufschlagen. Fleischfraß, Mutea. Okay. Oh, das ist eine Truhe. Ah, die macht Schaden in ihrer Umgebung. Au. Okay, zum Glück habe ich Gift. Au, 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 au. Au. Ist unfair. Ihr seid zu zweit. Keine Ahnung, was du da jetzt wieder machst. Au, 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 au. Ja.
Das war close. Also ist definitiv machbar. Die ist jetzt nicht so schlimm wie der Golem. Au. Nur ihre Freunde sind ein bisschen nervig, ne? Das muss ich ihr ja lassen. Und das ist nervig. Boom! Der dicke Hit. Willst du noch einen dicken Hit hier? Ist mir egal, ich habe genug Tränke dabei, ey, um 5 von dir zu besiegen. Ist mir doch egal, ob ich getroffen werde oder nicht. Kann ich in... Oh, ich kann gar nicht in meine Tasche, oder? Doch, kann ich. Kurz Panik geschoben. Das hätte ich vielleicht vorher überlegen sollen, weil normalerweise kann man im Kampf nicht auf seine Tasche zugreifen. Autsch. Alter, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Das mag ich zum Beispiel gar nicht, was du hier machst. Oh nein, nicht der. Nicht der Move. Oh. Weg mit dir! Hoho, Errungenschaft! Prune the plant! Ich habe mich auch gut darauf vorbereitet, dankeschön. Jetzt stecke ich hier bestimmt fest. Nee, zum Glück. Weil ich bin gerade stecken geblieben, als er auf mich raufgesprungen ist. War schon ein bisschen erschreckend. So, wir haben jetzt... Oh, die Bücher. Okay. Okay, was ist das denn? Notizen. Endlich raus aus diesem Giftscheiß. Ja. Oh mein Gott. Oh, ist das gut. Oh, ich bin aus diesem Giftscheiß draußen, Leute. Oh, ich bin draußen. Oh, ist das gut. Oh, nie wieder Gift, nie wieder Gift, nie wieder Gift. Oh, nie wieder Gift. Ich freue mich gerade so tierisch. Nie wieder Gift. Junge! Was hast du nun getan? Erst besiegst du den Golemkönig und jetzt den Waldwächter? Du riskierst zu viel. Willst du, dass mir das Herz stehen bleibt? Dein Großvater wäre zu Tode besorgt, wenn er noch hier wäre. Besorgt und auch vermutlich auch unheimlich stolz. Ich kann ihn fast schon hören. Das ist mein Enkel. Er ist Händler, aber erledigt eigenhändig Wächter. Unglaublich, oder? Dieser Mann war genauso anstrengend, wie du jetzt bist. Uff, die Stadt hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Und zwar, dass der Wüstendungeon jetzt für jedermann geöffnet ist. Dummköpfe, wir haben die Dungeons aus gutem Grund versperrt. Außerdem gibt es eine neue Ladenerweiterung am schwarzen Brett. Das wird dich hoffentlich beschäftigen und von Wächtern fernhalten. Aber ich muss sagen, dein Laden hat sich ganz gut gemacht. Bald ist er wieder genauso geschäftsfähig, wie er früher einmal war. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Der Dungeon ist offen, Freunde. Der Dungeon ist offen. Ich freue mich. So. Da haben wir den Bankier. Und ich kann natürlich weitermachen. Mit 120.000, was natürlich gar kein Problem ist. Ich kriege 2 Vitrinen mehr. Ja, gut. Da habe ich nur noch Vitrinen. Ne, wahrscheinlich 4 Vitrinen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie. Sieht das aus, als hätte ich da weniger. Naja. Holen wir uns mal das komische Bett hier. Und dann das komische Bett. Okay. Stimmt, die Trödel-Dingenskirchens wollte ich auch noch machen. Hui. Gut siehst du aus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da muss ich doch ein bisschen was machen. Aber gut, wir haben es erstmal geschafft. So, holen wir erstmal das Holz hier raus.
Setzen das da rein. Nur mal so probehalber gucken. Wo bist du überhaupt? Oh, ziemlich weit oben hier. Platz 1, 5000. Oh. Kann ich euch stacken eigentlich? Komm, 4500. Also wir waren an der Grenze. Und die Grenze ist da halt schon, ja. Traurig. Sehr, sehr traurig. Ja gut, dann öffnen wir jetzt das letzte Mal den Laden und verkaufen den ganzen Kram aus. Huch. Den ganzen Kram aus dem zweiten Dungeon. Den wir nicht mehr benötigen. Und dann machen wir uns auf. In die nächste. Ich bin sehr, sehr glücklich, Freunde. Sehr, sehr glücklich. Ich bin so happy. Könnt ihr euch gar nicht ausmalen, wie happy ich bin. So. Bitte einmal öffnen. Hier habt ihr den Scheiß. Zack. Das brauche ich auch nicht. Das ist genauso wenig. Aber der Rest geht ja nicht. Ja gut, das mit dem Holz und so weiter können die Leute jetzt vergessen, weil ich ja sowieso nicht mehr im Dungeon bin, ne? Oh, Quest erfüllt. Danke. War das jetzt wegen Dünger? Fehlgeschlagen? Ist wahrscheinlich, weil ich ihr drei Dünger gebracht habe, oder? Stroh ist auch fehlgeschlagen? Nee, okay, dann verstehe ich es nicht. Dann verstehe ich es einfach nicht. Den Stroh hatte ich da. Na gut, kaufst du es widerwillig. Ist mir auch recht. Dann würde ich sehr gerne das verkaufen. So, 10.000. Ich glaube, die 100.000 kriegen wir aber nicht hin, ne? Obwohl, könnte sein, dass ich die 100.000 hinkriege. 120.000. Oh, ich habe extra Leben durchschlafen. Cool. Ah doch, könnten wir hinkriegen. Wir könnten die Ladenerweiterung hinkriegen. Ich habe das immer noch nicht verkauft bekommen. Ich fasse es nicht. Hier. Wieso kann ich das nicht verkaufen? Was ist denn los? So, gucken wir mal. Wie konnte ich das jetzt verkaufen für 4500? Ja, das war sogar in Ordnung. Wer hätte das gedacht? So. Ne, zuerst Teil 2. Teil 2 für 4600. Kommt, gib mir mein 100.000. Ich brauche das ganz dringend. Jetzt hör auf zu klauen. Was war da? Die Rüben, ne? Ich bin gleich bei Ihnen. Warten Sie kurz. 2200, ja, dann 300, ja, komm. So, kauft ein. Freut mich, ich habe jetzt durch das im Bett schlafen, habe ich 100 mehr Leben. Ich meine, höchstwahrscheinlich nur einmalig, das zerbricht vielleicht sogar. Kann ich mir gut vorstellen. Dim. Kauf doch bitte irgendwas. Das Holz zum Beispiel, ja, ich muss es einfach loswerden. Ja, sie hat das Holz gekauft. Oh, ich muss mir jetzt Zeug hier reinlegen, ne? 2500? Okay. So, die Bücher gehen mir auch aus. Oh, ich bin schon kurz davor, mein Vorhaben abzuschließen.
4700. Und 50.000. So, hier nochmal kurz die Ware auffüllen. Wie, ich dachte, ach so, das war wahrscheinlich ein Schnösel, der sie gekauft hat, ne? Na gut, von daher kann man das nicht wissen. Ja, sie kaufen einfach alles. Ja, okay, ich habe die 120. Oh, wie locker. Und du darfst zu klauen, ich sehe das doch. So. Wertverlust. Und dich kann ich verkaufen für, ja, gut 1250. Habe ich noch was? Ja, hier die Samen. Für 100. So, wir machen bald zu. Ach, hier steht noch jemand. Resistentes Glas. Ich... Oh, ich habe Nein gesagt. So, Schnösel kauft wieder ein. Toll, wieder eine Sache, wo ich nicht weiß, ob das richtig ist. Aber Hauptsache, Herr Schnösel kauft das und dann weiß ich nicht, wie teuer ich das verkaufen kann. Und dann muss ich es nochmal farmen später, um irgendwie Erfolge zu kriegen. Naja. So. Ja, easy going. Damit hätten wir das. Gehen wir kurz schlafen. Und dann ist morgen ein frischer neuer Tag, an dem wir unseren Laden verbessern und noch mehr Prozente bekommen. Vielleicht mache ich, dass die Leute schneller laufen, um 10%. Oder 20% war das, ne? Ha, freigeschaltet, Luxus. Sehr schön. So, dann hätte ich den hier gerne. Und der kostet schon 70.000, na gut. Komm, was soll's. Haben wir bald alles auf Maximum. Wieso ist hier ein Ausrufezeichen? Hab mir doch schon alles angeguckt. Moonlighter? Moonlighter, Moonlighter? Achso, habe ich sie jetzt auch gekauft? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, 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 ist gut. Huch. Oh, sie macht das alles für mich. Fortsetzen. Hey, Willi. Wenn du eine Pause brauchst, ich kann deine Gegenstände verkaufen. Ich erhalte 30% des Gewinns und du kannst Dungeons besuchen. Nein. Kannst du ja mal vollklicken, ey. Nein! Das ist mein Geld. Lass mir hier doch nicht mein Geld wegnehmen. Wieso bist du nicht in der Vitrine? Wer hat dich da so scheiße hingestellt? Du musst gut aussehen. Okay, sie arbeitet also für mich. Was natürlich nicht schlecht ist. Aber es geht natürlich nur, wenn ich die Preise kenne, ne? Okay, gucken wir uns mal den neuen Dungeon an. Haben wir noch Zeit? Wisst ihr was? Ich würde sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.